Mit dem kommenden Donnerstag, also nach Life is Strange, wird es beim 18 Uhr Platz erstmal eine kleine Pause geben. Dann kommt irgendwann Twin Mirror und dann mal gucken. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 21. Ja, wie war's? Pause bei dem 18 Uhr Platz? Warum das denn? Naja, die letzten Wochen war aufnahmetechnisch etwas schwierig. Ich bin nicht so zum Aufnehmen gekommen, wie ich eigentlich wollte. Hab's ja schon angerissen vor ein paar Wochen. Der Plan war, dass ich Life is Strange komplett durchziehe, neben dem Spielen von Rainbow Six Siege. Also zweimal die Woche Rainbow Six Siege spielen, viermal die Woche Life is Strange. Und wenn ich mit Life is Strange durch bin, habe ich immer noch ein paar Folgen Grand Prix 4 auf Halde. Das ging auf jeden Fall schief, denn bevor ich mit Life is Strange fertig war, gingen mir die Grand Prix 4 Folgen aus. Und da Life is Strange auch noch etwas Besonderes ist, nämlich dass da Folgen gerne mal länger als 40 Minuten gehen, auch gerne mal deutlich länger, weil sich's einfach gerade anbietet oder weil es einfach sein muss, hat das natürlich nochmal etwas mehr in die Karten gespielt, in die jetzt folgt eine 18 Uhr Pause Karten. Aber keine Sorge, es soll nicht dauerhaft so sein, dass jetzt nur noch 16 und 17 Uhr, also zwei Folgen pro Tag erscheinen. Das soll vorübergehend sein. Ob jetzt drei Wochen oder fünf oder gar sechs, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall die Zeit nutzen. Allen voran will ich mir erstmal wieder einen Grand Prix 4 Vorrat anlegen. Die letzten Wochen habe ich immer bloß von Woche zu Woche gelebt. Also am heutigen Wort zum Sonntag zum Beispiel habe ich bloß die Folgen für die nächsten 7 Tage fertig gehabt und das eben über mehrere Wochen. Ist kein schönes Gefühl, ich habe da gerne mehr Puffer, allen voran für den Fall, dass doch mal was schief geht. Was schief geht im Sinne von, das Internet will nicht, das ist bei mir sehr, 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 sehr selten der Fall. Das kann ich nicht mal an einer Hand abzählen. Oder YouTube hat Faxen gemacht oder was eher der Fall ist, ich bin einfach mal an einem Abend nicht zum Aufnehmen gekommen. Entweder komplett oder eben nicht so in Gänze, wie ich es mir vorgestellt habe. Also weniger Folgen als eigentlich gedacht. Und da will ich jetzt einfach eben meinen Folgenvorrat wieder etwas auffüllen. Und deswegen auch die 18 Uhr Pause. Deswegen auch die 18 Uhr Pause, denn ich will bei Grand Prix 4 zum Beispiel auch etwas, ja, noch etwas probieren. Ich habe ja schon dieses Grand Prix 4 Herunterlad- und Installationsvideo gebracht. Dafür habe ich dann auch einen Abend nicht gespielt. Und ich will generell etwas wieder vorbereiten können, also die ganzen Sondersachen. Hab noch ein paar Rainbow Six Siege Videos, die hätten rauskommen können, aber die ich einfach nicht vorbereitet habe, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat, weil ich am Wochenende einfach immer nur damit beschäftigt war, die nächsten Folgen eben für die nächsten 7 Tage vorzubereiten. Also mit Videotitel und Thumbnail und das Ganze auf YouTube auf geplant setzen. Das war die letzten Wochen ganz schön knapp und jetzt will ich mir einfach wieder etwas Luft verschaffen und deswegen einfach diese Pause und mal gucken, wie lange sie geht. Ob jetzt 3 oder 6 Wochen, keine Ahnung, mal gucken. Das werde ich einfach sehen, wenn ich merke, jetzt habe ich wieder genügend Puffer oder eben das erledigt, was ich machen wollte. Ich will ja auch nochmal mit Grand Prix 4 das Lenkradthema angehen, denn es soll da ja in absehbarer Zeit mit der Meisterschaftssaison losgehen. Und mit Lenkrad wäre das schon schön und dann nehme ich mir vielleicht wieder einen Abend Zeit und dann probiere ich einfach nur und nehme eben nichts auf. Und deswegen eben die Pause. Und für die nach 18 Uhr Pause habe ich schon ganz viele Anwärter für eben, diese wollen den Platz einnehmen. Wer als nächstes auf jeden Fall an der Reihe ist, ist Twin Mirror. Das hatte ich ja schon nach Tammy Y vor, aber dann hat eben Tammy Y mit dem zweiten Durchgang länger gedauert als erst gedacht. Ja, als erst gedacht. Ich kannte das Spiel ja vorher nicht und da hat sich dann einfach während des Spielens ein zweiter Durchgang angeboten. Den habe ich gemacht und dann war Life is Strange mit der Remastered Collection praktisch genau richtig zur Stelle und dann musste ich einfach wieder in die Life is Strange Welt abtauchen. Und das war auch gut so, aber wie ich es gewissermaßen versprochen habe, auch mir gegenüber, als nächstes ist dann auf jeden Fall erst einmal Twin Mirror an der Reihe. Ja, und danach? Gute Frage, was danach kommt, denn da habe ich schon einige Anwärter. Aber so richtig entscheiden kann ich mich Stand jetzt noch nicht. Ich kann euch immer einblenden,
welche Spiele ich aktuell so auf dem Schirm habe für nach Twin Mirror. Es sind nämlich so einige einfach mal ein paar Spiele zusammengetragen, die mir gerade in den Sinn kommen, auf die ich gerade Lust hätte. Wie das dann in ein paar Wochen aussieht, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber hier seht ihr einfach mal die Anwärter für eben jetzt bald für den 18 Uhr Platz. Eben mit ganz oben noch Twin Mirror und danach. Es ist keine Reihenfolge für, das hat bei mir gerade mehr Sympathien. Nee, ist es nicht. Ich habe hier einfach mal wild ein paar Spiele zusammengetragen, auf die ich dann schon als nächstes Lust hätte. Das eben, und das sind eben so einige. Ich fange einfach mal oben, also direkt hinter Twin Mirror an. Wie gesagt, ist keine Reihenfolge für, das kommt am ehesten dran. Ist nur eine Aufzählung und da geht es mit Far Cry los. Das allererste Far Cry, was ich nie beendet habe. Ja, obwohl ich die Serie so mag, das erste Far Cry habe ich nie beendet. Warum genau, kann ich euch nicht mehr sagen. Es war, ich glaube, es kam zu einer Zeit raus, da habe ich gerade Half-Life 2 für mich entdeckt. Jetzt nicht, dass Far Cry einfach abgestunken hat, aber irgendwie ist es bei mir ins Hintertreffen gekommen und da ich die Far Cry-Serie sehr mag, würde ich das ganz gerne jetzt endlich mal nachholen. Nämlich alle Spiele, die ich noch gar nicht gespielt habe, endlich mal auch hier auf den Kanal bringen. Eben überhaupt erstmal für mich kennenlernen, erleben und euch das Ganze auch präsentieren. Also angefangen mit Far Cry, dann über Far Cry 2. Das habe ich auch noch überhaupt gar nicht gespielt oder gesehen. Das soll in Afrika spielen, habe ich gehört. Das könnte sehr interessant werden. Und Far Cry 3, da bin ich ja damals so richtig mit der Serie warm geworden. Also Far Cry 3, ein hervorragendes Spiel. Da bin ich auch schon gespannt, wie Far Cry 3 heute auf mich wirkt nach eben den ganzen weiteren Far Crys. Far Cry 3 Blood Dragon habe ich auch noch nicht gespielt. Das wäre auch Neuland für mich. Und natürlich Far Cry 6. Das ist ja erst letztes Jahr erschienen. Das ist für mich natürlich auch noch Neuland. Das wären dann 5 Far Crys. Und dann hintereinander weg? Ja, wäre eine Möglichkeit. Und dann ein Spiel, was schon länger auf der Liste steht für. Geht auch mal an. Ich habe mir ja schon das Spiel mit den ganzen relevanten DLCs geholt. Gab es ja auch schon mal ein extra Wort zum Sonntag dafür. Ja, ist schon ein paar Wochen her. Alien Isolation. Habe ich auch schon viel Gutes von gehört. Und da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Und das nächste Spiel, das hatten wir doch schon in 2 Durchläufen. Ja, Quantum Break. Würde ich aber ganz gerne noch ein drittes Mal angehen, weil es ist im sogenannten Remedy-Universum. Remedy-Universum, die Entwickler von Quantum Break heißen Remedy. Und diese Entwickler haben auch Control gemacht. Und ich denke, es könnte nicht schaden, wenn man nochmal in die Welt von Quantum Break eintaucht. Und das Ganze eben zu Control mitnimmt. Denn wenn das ein Universum ist, dann wird es da bestimmt Verbindung geben. Dann müsste ich aber auch eigentlich nochmal Alan Wake nachholen. Ja, könnte vielleicht nicht schaden. Ich sag nur AWE, die Alan Wake Experience. Kommt ja auch in Quantum Break vor. Ah. Und bei Quantum Break, da gibt's ja noch die ganzen besonderen Zwischensequenzen. Ja, da gibt's noch Filmchen, wo es in unseren bisherigen beiden Durchläufen immer eine Fehlermeldung gab. Da will ich auch noch etwas experimentieren, basteln, dass wir die auch mal sehen können. In der Hoffnung, das geht auch klar. Also vielleicht doch nochmal Alan Wake und Alan Wake American Nightmare. Ja. Und dann Quantum Break und dann Control. Es wären dann 4 Spiele, eine in Anführungszeichen Reihe, so wie die Filmspiele eben innerhalb der Far Cry Welt. Mal gucken. Dann Age of Empires 2. Ich denke mal, ich werde hier nicht die ganze Zeit den Screenshot anlassen. Ich werde, glaube ich, wieder im Hintergrund Age of Empires 2 laufen lassen, ja. Passt ja da auch ganz gut. Da habe ich mich wieder verliebt in dieses Spiel. Ich habe mich nie entliebt, aber es war eine lange Zeit ziemlich still um Age of Empires für mich. Und jetzt, wo ich eben hier und da wieder etwas gespielt habe, bin ich auf jeden Fall wieder angefixt, ey. Ach, schlimm ist das.
Und dann steht da auch noch Pizza Connection 2. Ja, die Kampagne haben wir schon, aber ein paar freie Spieler stehen noch an. Vielleicht immer von Stadt zu Stadt hangeln. Erstmal Pizza Connection 2, freies Spiel in London und dann vielleicht mal wieder ein paar Wochen, Monate Pause und dann wieder freies Spiel in Berlin. Mal gucken. Detroit Become Human habe ich hier noch stehen und das könnte dann das allererste ehemals PlayStation-exklusive Spiel sein, was ich auf dem PC spiele. Habe ich auch schon große Lust drauf. Finde ich sehr interessant mit den ganzen Entscheidungen. Was man entscheidet, wirkt sich dann auf den weiteren Verlauf der Geschichte aus und überhaupt mit den mit den Nicht-Menschen oder mit den Maschinen mit menschlichen Gefühlen. Oh, das ist ein verdammt interessantes Szenario. Hätte ich richtig Lust drauf. Das nächste Spiel, Blade Runner, das kommt nicht von ungefähr, das kommt von Life is Strange. Die beiden, die mir da so wichtig sind, die haben Blade Runner für sich lieben gelernt und weil die das mögen, würde ich es mir ganz gerne auch mal anschauen und antun. Und deswegen steht Blade Runner hier auf der Liste, eben weil Life is Strange. Das nächste Spiel hatten wir schon im Early Access hier auf dem Kanal. Wäre eigentlich endlich mal an der Zeit, die Vollversion zu spielen. Die Young. Würde auch ganz gut zum Sommer passen auf so einer Insel, wo es scheiß warm ist. Aber da passt ja auch Far Cry ganz gut. Ja. Und dann habe ich noch ganz unten The Division 2. Weiß gar nicht, woher das kommt, aber irgendwie habe ich wieder an The Division gedacht und jetzt kommt bald der Sommer. The Division 2 spielt ja nicht mehr im Winter, sondern eben im Sommer. Warum nicht? Ach, wenn ich mir nochmal die ganzen Spiele so anschaue, es ist schon eine gute Auswahl. Da gibt es noch viel, viel mehr. Noch viele weitere tolle Spiele, die hier noch gar nicht stehen, die ich auf meiner großen Liste habe. Jetzt heißt es mal wieder entscheiden, also Twin Mirror steht erstmal und danach, so im Sommer vielleicht mal so ein Spiel, was auch im Sommer spielt, also Far Cry oder The Division 2. Ich finde den Gedanken gar nicht mal so verkehrt, im Sommer ein Spiel zu spielen oder Da Young, wo es wahrscheinlich selbst in der Spielwelt verdammt warm ist. Wobei, bei Rise of the Tomb Raider oder auch bei Life is Strange 2 hatten wir in der Vergangenheit auch schon im Sommer einfach Schnee. Ist auch ein schöner Kontrast. Ach, ich weiß nicht. Aber das sind erstmal die Spiele, die ich für mich ins engere Blickfeld für könnten demnächst anfallen stehen. Und wenn ich mir da gerade so die Gedanken mache, hier passend zur Jahreszeit vielleicht, Alien Isolation so um Halloween herum angehen. Und generell die Spiele mit mehr Story-Fokus. Ich meine, auch ein Far Cry hat eine Geschichte, keine Frage, aber die vielleicht dann erst wieder angehen, wenn der Sommer und so scheiß warm im Raum, wenn die Zeit vorbei ist? Alien Isolation um Halloween herum. Würde auch passen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Bin mal gespannt, wie ich mich entscheiden werde. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar zu dem ein oder anderen Spiel, was ich hier gerade gezeigt und allen voran angesprochen habe, abgeben. Oder vielleicht ein anderes Spiel, was euch gerade durch den Kopf geht, was vielleicht euch gerade sehr viel Freude bereitet. Vielleicht kann ich dann meine Liste für Kandidaten demnächst nochmal erweitern. Oh Mann. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Aber gut. Ihr wisst jetzt erstmal, wie es demnächst ausschaut. 18 Uhr Pause, dann kommt Twin Mirror und mal gucken, was danach kommt. Was als nächstes kommt, das weiß ich auf jeden Fall. Nämlich eine nächste Woche und ich hoffe, es wird, das wünsche ich euch, nämlich eine wunderschöne nächste Woche. Habt einfach viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim Selbstmerken, hey, der ein oder andere Titel, den ich gerade hier angesprochen habe, der ist auch für euch sehr interessant, den habt ihr auch schon länger auf eurer Liste. Oder vielleicht viel Spaß beim, ein Spiel einen fünften Durchlauf geben, obwohl ihr eben gerade erst vier Durchläufe dem Spiel gegeben habt.
weil ihr einfach nicht davon wegkommt. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt Spaß, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.